Hallo, herzlich willkommen zu Rache des Sub. Ihr habt euch ja gewünscht, dass dieses Format weitergeht, deswegen wird es weitergehen. Wir sind jetzt irgendwie immer gefühlt einen Monat zu spät, aber ja. Ist halt so. Es geht darum, welche Bücher aus Januar 21 noch ungelesen sind, die dann bis Februar, März, April gelesen werden müssen. Wir hatten ja gesagt, dass wir, wenn ich das nicht schaffe, so und so viel einen Betrag nehmen und dann denen spenden werde. Wir wollten es eigentlich ans Tierheim Zollstock spenden, aber die waren letztens so unfreundlich zu dir, oder? Es geht ja eigentlich auch nicht um die Leute, es geht ja um die Tiere, deswegen. Ihr kennt das Format eigentlich alle. Es wird vorgelesen aus meinem Reading Journal, welches Buch aus dem Januar 21, was eingezogen ist, noch ungelesen ist. Das muss ich dann halt lesen und dann, ja. We are ready to go. Ich habe was vergessen. Ich wollte eigentlich meine... Oh nein, auch dumm. Wie kann ein Mensch so dumm sein? Ich wollte eigentlich die Sub das ein bisschen aufteilen, weil ich hatte noch eine Idee, dass ich ein Subglasbuch ziehen soll, wenn ich in einem Monat kein Buch sozusagen mehr hier habe, was noch gelesen werden muss. Und dann hatte ich mir überlegt, vielleicht vom sogenannten uralten Suppenbuch zu ziehen. Aber ich habe das jetzt nicht auseinandergebabbelt. Sonst musst du gleich ein Buch aussuchen, vom was super lange schon hier steht. Dann nehmen wir ein paar zur Auswahl und dann musst du da eins aussuchen. Werde ich machen. Super, ich freue mich. Okay, let's go! Erstes Buch. Mr. Nobody von Catherine Steedman. Steedman. Naja, ist auf jeden Fall nicht mehr hier. Habe ich in der Ende des Jahres Aussortieraktion aussortiert. Wundervoll. Ich habe gelesen? Nee, ich habe es gar nicht angefangen. Es war ein Thriller, der sich eigentlich cool angehört, aber irgendwie dachte ich mir so, oh nee, habe ich ja so lange hier rumstehen, brauchen wir nicht mehr. Also, wie du. Ich glaube, das wird wieder darauf hinauslaufen, dass ich wirklich gar kein Buch mehr hier habe. Next, please. Kissing Chloe Brown. Nee, habe ich auch nicht mehr hier. Habe ich angefangen, hat mir nicht gefallen. Warum? Weil der Schreibstil irgendwie nicht so meins war. Eigentlich ist es eine coole Story, also eigentlich ist es auch eine coole Geschichte. Es ist so eine, die Protagonistin ist halt so ein bisschen anders, würde ich sagen. Die hat, glaube ich, auch so ein paar psychische Probleme, meine ich, war das. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Aber irgendwie hat es mir vom Schreibstil her gar nicht zugesagt, deswegen habe ich es leider aussortiert. Obwohl ich die Bücher finde, die sehen total cool aus und die sind auch von, weiß ich nicht, die sind eigentlich super hübsch und eigentlich wollte ich sie mögen, aber ich mochte den Schreibstil nicht. Hier steht kein Autor bei. Mhm. The Mystical Year. Ah, ja, das habe ich schon gelesen. Aber es ist hier, Moment. The Mystical Year von Alison Davies. Ich habe den Autorennamen dazu gar nicht geschrieben. I'm sorry. Ich hatte das ja, glaube ich, schon mal vorgestellt. Das ist einfach so ein Buch über die Monate und was da drin halt für so magische Mythen und Bräuche durch die verschiedensten Kulturen einfach gibt. Das ist super hübsch aufgemacht. Ich werde hier einmal so ein bisschen durchblättern. Also es ist wunderschön und ich habe da halt immer mal wieder reingelesen. Es ist jetzt eigentlich kein Buch in dem Sinne, was man so am Stück liest. Ich habe über das Jahr verteilt, halt einfach ein bisschen rumgeblättert und finde es sehr schön. Muss auf jeden Fall nicht mehr gelesen werden, aber es ist pretty, auch nice to have. Kann ich sehr empfehlen. Next, please. Exit Racism. Exit Racism von Tupoka Ogette ist es, glaube ich, ne? Tupoka Ogette. Ja. Das Buch habe ich nicht hier, aber es ist auf jeden Fall gelesen, deswegen kann ich es hier einblenden. Das ist, wie der Titel eigentlich schon besagt, ein Buch über Rassismus in Deutschland. Es ist sehr informativ. Dieses Buch ist sehr, 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 sehr gut. Ich könnte es eigentlich jedem empfehlen. Lest es. Es ist super. Es ist wirklich gut. Next, please. Das war's. Echt? Oh, schon wieder. Ich wusste, dass dieser Monat super kurz war, weil ich auch, glaube ich, da extrem wenige Bücher in meinem Video gezeigt hatte. Das wusste ich. Ich muss das fürs nächste Mal auf jeden Fall machen, dass ich mir meinen uralten Sub so raussuche. Oh, jetzt fängt es wieder an mit dem Wind. Echt? War gerade ein bisschen ruhiger. Doch, doch. Das ist der Fuzzi. Nein, das ist gehört. Doch, doch. Boah, der Baum, ey. Ich habe so Schiss. Okay, gehen wir zum Regal und du musst jetzt aussuchen, Baby. Ich muss aussuchen. Let's go. Komm, jetzt machen wir mal ein bisschen. Okay, jetzt hoch. Oh, ja, das ist gut. Halt mal, du bist größer. Aua. Ja, so, ich zeig jetzt. Also, wo fängst du an? Ganz oben? Ich will nur zeigen. Also hier sind ein paar Bücher, die noch alt sind oder älter. Ich ziehe die jetzt mal raus. Das ist älter. Das ist älter. Davon alle. Das da. This one and this one. Da darfst du jetzt eins von aussuchen. Auch von den da unten liegenden. Das, die Cover angucken. Zumindest die links mal angucken. Die sehen alle echt langweilig aus. Nur weil darauf nichts explodiert. Mhm.
Ja, den kennen wir ja, den Haruki Murakami. Was ist das hier? Moshi Moshi? Baby, du zeigst einfach absolut nicht, wo du also. Hinfällst. So, was ist das, Moshi Moshi? Ja, aus denen musst du jetzt eins aussuchen. Boah, ist echt schwierig. Boah. Ich würde ganz links nehmen. Das damals hier? In Nagasaki. Geil, darauf hätte ich auch am meisten Bock. Auch wenn es jetzt ein bisschen anders war, als ich das eigentlich geplant hatte, haben wir ein Buch rausgesucht, was schon länger hier liegt, als ich dieses Format machen könnte, weil es schon sehr alt ist. Und zwar von Katsuo Ishiguro, damals in Nagasaki. Das war ja auch ein Buch, wo ich mal ein Video drüber gemacht habe, Bücher, die ich 21 auf jeden Fall noch beenden möchte. Immer noch nicht gelesen, super. Aber das werden wir dann auch mit in die Challenge packen. Finde ich nämlich eine gute Idee. Und beim nächsten Mal, oder findet ihr das lustig, wenn wir so ein Buch auswählen? Oder sollen wir einfach ein Sub-Buch ziehen? Oder sollen wir den uralten Sub rausholen und daraus was ziehen? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, finde ich mega interessant. Das fällt auf jeden Fall jetzt auch da rein. Und das war's mit dem Video. Schon wieder ein super kurzes Video. I'm sorry. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf, wenn bei euch auch so ein schlimmer Sturm wütet. Ich hoffe, euch ist nichts passiert. Oder ich weiß gar nicht, soll der Sturm für Sonntag noch sein? I don't know. Nee, ich glaube nicht. Nee, okay, egal. Passt trotzdem auf euch auf. Habt viel Spaß. Tschüss.